Missionsstatus aktiv. Ort der Operation Insel Saguna. Spezialeinheit Z. Übertragung von Soldat Luke. Okay, das Ding müsste jetzt laufen, oder? Ja, die Kamera läuft. Perfekt. Alles klar. Mein Name ist Luke. Ich befinde mich im 7. Bataillon des Zombie-Aufklärungstrupps und wurde auf die Insel geschickt, um herauszufinden, was denn hier los sei. Auf dieser Insel soll es ein Labor geben, in welchem Experimente verführt werden. Und einige Quellen deuten auch darauf hin, dass sich von hier das Virus verbreitet haben soll. Das Virus ist jetzt... Ah, da vorne ist schon so einer. Okay, ich muss vorsichtig sein. Ich werde meine Waffe noch nicht benutzen, denn wenn ich schießen würde, würde es noch mehr Zombies anlocken. Das ist das erste Mal, dass ich diese Wesen von Namen sehe. Okay, ich muss wirklich aufpassen und mit meiner Munition sparsam sein, denn hier gibt es allerlei merkwürdige Sachen hier draußen. Es ist nun 3 Monate her, seitdem sich dieser Virus verbreitet hat und unseren Quellen zufolge stammt dieses Virus von dieser Insel aus einem Labor. Ich bin nun losgeschickt worden, um die Sache zu untersuchen. Hier gibt es anscheinend irgendein Lager. Okay, ich muss wirklich langsam voranschleichen und Licht! Da hinten gibt's Licht! Ich muss langsam voranschleichen. Wir haben die Anweisung bekommen, auf jede Bewegung zu zielen und im Notfall auch zu schießen. Aber sie haben tatsächlich auch hinter hervorgehaltener Hand gesagt, man soll lieber schießen, als zu fragen. Okay, hier drin gibt es denn irgendwas? Ein altes Lager. Okay, was war denn hier drin? Vielleicht komme ich hier irgendwie rüber. Und hier hoch. Okay. Was ist denn das? Okay. Eine alte Militärtruhe, aber die ist komplett leer. Vielleicht ist da draußen noch irgendwas? Nee, ich guck mal hier raus. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Oh, hier haben wir was drin. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Ein paar Bandagen. Die Bandagen kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, falls mich eines dieser Viecher erwischen sollte. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich muss sie zuerst erwischen. Okay, Moment. Moment, alles clear hier draußen. Okay. Ich guck mal ein bisschen weiter. Ganz vorsichtig und vor allem ganz leise. Ich muss wirklich auf jede Bewegung achten. Moment. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Okay, hier ist eines dieser Viecher. Ja! Okay, dann kommt noch eines dieser Viecher. Aber hier ist irgendjemand anders noch unterwegs. Es sind nicht nur diese Monster. Moment. Ich muss ein bisschen besseren Überblick über die Lage verschaffen. Eigentlich wird es jetzt auch langsam Tag. Ist hier noch irgendwas? Ne, ich verstecke mich erstmal hier drin. Ich muss erstmal ein bisschen Schutz suchen. Haben hier noch irgendwas? Ganz vorsichtig. Okay, Schritt für Schritt. Ich höre die ganze Zeit hier jemanden draußen. Ist anscheinend irgendein Bandit oder sowas. Oder sind es einfach nur diese Zombies, die angelaufen kommen? Boah, diese Viecher sind wirklich ekelhaft. Oh, hier unten liegt auch noch was. Ein bisschen was zu essen. Ein paar Rationen habe ich auch dabei, aber die würden halt nicht ewig reichen. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich auch ein paar Rationen finde. Ah, da kommt so ein Vieh an. Guckt euch dieses Monster an. Guckt euch... Ha, komm ruhig her, du Vieh. Ha, kommst hier nicht durch, wa? Da kommt noch einer angelaufen. Noch. Oh, das wären ganz schön viele. Die locken anscheinend auch die anderen... Was war das da hinten? Moment, die Lage muss ich untersuchen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ich bitte um Schussbefehl. Wer ist das da draußen? Ich liebe Schießen. Okay, langsam ranschleichen. Okay, zielen. Und Feuer. Ja. Das war's für dich, mein Guter. Oh nein, die Schüsse haben andere Zombies angelockt. Okay, ich muss weiterziehen. Sehr gute Arbeit. Sie haben einen Forscher des Z-Teams gefunden und auch eliminiert. Es wurde mir auch gemeldet, dass es hier hinten irgendwelche Anzeichen vom noch existierenden Strom geben soll. Aber eigentlich wurde diese komplette Insel lahmgelegt und es kann gar keine Möglichkeit mehr geben, dass hier Strom existiert. Auch in diesem Labor soll irgendwas vorgefallen sein, aber ich weiß halt auch überhaupt nicht was. Ich bin halt auch einfach nur ein normaler Soldat, der hingeschickt wurde, um die ganze Sache zu untersuchen. Und ich wurde auch angewiesen, hier dieses Video aufzunehmen. Ich verstehe nicht, warum ich das tun soll, aber ich meine, gut, es leistet mir etwas Gesellschaft und vielleicht soll mich das auch für irgendetwas schützen oder... Ach, was weiß ich. Okay, was ist hier hinten? Ich schau mal, vielleicht gibt es hier noch aktiven Strom drin? Okay, nee, hier ist alles komplett leer. Hier gibt es gar nichts mehr. Ich drück mal. Nee, auch die Generatoren reagieren überhaupt gar nicht mehr. Hier ist wirklich alles runter vom Strom. Au, hier habe ich auch noch... Hier hat jemand eine Pistole noch fallen lassen. Eine Flaregun. Okay, vielleicht kann ich diese Leuchtpistole noch für irgendwas gebrauchen. Was ist denn das? Okay, die Kamera läuft ja. Ich befinde mich auf Koordinate G5 und habe hier etwas Merkwürdiges gefunden. Irgendjemand hat sich hier verbarrikadiert oder eine große Festung aufgebaut. Ich werde reingehen und die Festung untersuchen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Hinweise auf die ganzen Vorkommnisse hier auf der Insel. Moment, komme ich... Die Tür... Okay, die Tür steht offen. Ich gehe ganz vorsichtig rein. Ich habe in diesem Lager nichts gefunden. Nur hinter diesem Lager steht noch ein riesengroßes Haus, welches ich jetzt auch noch untersuche. Und hier gibt es auch keine lebende Seele mehr drin. Es sind hier aber ein Haufen Zeug auf dem Boden. Wie beschreibe ich das denn am besten? Also, lauter Medipacks und auch Munition liegt ja überall verstreut. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen.
anscheinend haben die Leute hier versucht, sich vor den Zombies zu verteidigen. Ich meine, die Außenwelt hat ja noch nicht so viel davon mitbekommen. Ich meine, das ist ja wirklich eine geheime Operation. Ah, perfekt. Genau zu dieser Brücke sollte ich gehen. Okay, ich hoffe mal, hier ist niemand auf der Brücke oder diese Brücke wird nicht bewacht. Nein, natürlich nicht. Okay, wir können natürlich noch die... Oh, ich werde auch nicht verfolgt. Perfekt. Wir können die Situation natürlich noch, dieses Chaos ist für uns ausnutzen. Unsere Organisation ist halt wirklich dafür da, diesen Virus einzudämmen und auch die Leute zu beseitigen, die für dieses Virus verantwortlich sind. Vielleicht können wir noch irgendwas unternehmen. Ah, Moment. Hier vorne ist noch einer. Ah, ich sollte lieber keine Schüsse verwenden. Nee, ich muss die Munition sparen. Vielleicht nehme ich die Vorschlagkammer. Oh, das ging gut. Das ging gut. Jawohl, ich schau mal kurz auf die Karte. Okay, ich muss zum Labor. Okay, ich muss noch ein... Okay, ich weiß, wo ich lang gehen muss. Ein paar Schritte noch. Es ist gar nicht mehr so weit. Haben wir hier hinten... Ach, die Straße ist auch komplett runtergefahren. Hier war auch schon ewig keiner mehr. Alles komplett verwildert. Wow. Oh, es wird dunkel. Oh, ich werde auch verfolgt von diesen Zombies. Okay, aber die sind eigentlich langsam. Und eigentlich auf der offenen Straße können sie nicht so viel anrichten. Und deshalb, ich muss jetzt aber wirklich aufpassen. Okay, es wird Nacht. Es wird Nacht, aber es ist eigentlich, ich bin gleich beim Labor angekommen. Es ist eigentlich der perfekte Moment, um wirklich sich in das Labor einschleichen zu können. Moment, das müsste doch hier jeden Moment am Horizont erscheinen. Okay? Ah, jawohl, hier ist es. Perfekt. Ich muss jetzt nur noch einen Weg da reinfinden und dann ist die ganze Sache hoffentlich geklärt und ich kann endlich zurück, weg von dieser gottverlassenen Insel mit diesen ekelhaften Viechern. Eigentlich sollte man diese komplette Insel zerstören und nicht nach irgendwelchen Sachen suchen. Oh, da, okay. Perfekt. Moment, vielleicht komme ich hier irgendwie rüber. Ich schau mal. Der Zaun ist ziemlich weit oben, aber jawohl, da drüben kann ich einfach rüberklettern. Protokoll 374, ich werde nun meine Nachtsicht aktivieren, damit ich hier besser sehen kann. Es ist wirklich stockdunkel. Ich sehe gar nichts hier. Moment. Okay, es hat funktioniert. Nachtsichtgerät wurde aktiviert und ich schleiche mich nun ins Labor ein. Vielleicht finde ich hier irgendjemanden. Okay, es scheint aber noch alles sauber zu sein. Ein paar Zombie-Geräusche höre ich, aber sonst ist eigentlich nichts halt los. Moment, es brennt Licht. Okay, ganz vorsichtig sein. Und hier gibt es auch eine Unmenge an Waffen. Das kann doch gar nicht sein. Okay, ich schleiche mich weiter voran. Ich schleiche mich noch ein bisschen weiter voran. Okay, hier sieht alles sauber aus. Ah, was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Ah, meine Nachtsicht wurde deaktiviert. Meine Nachtsicht wurde deaktiviert. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Was ist hier los? Was ist hier? Moment. Ich habe Schritte gehört. Irgendwas läuft hier absolut aus dem Ruder. Was ist? Die Zombieschreie wurden immer mehr. Es werden immer mehr Zombies hier außerhalb des Gebäudes. Moment, hier ist einer. Den muss ich beseitigen. Oh, nochmal. Okay, perfekt. Ich muss hier dringend raus. Ich muss hier sofort raus. Könnt ihr mich hören? Übertragung, könnt ihr mich hören? Es besteht keine Verbindung. Ich brauche dringend einen Helikopter. Ihr müsst mich hier rausholen aus diesem Loch. Was ist das nur hier? Okay, ich muss irgendwie hier rauskommen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich habe schon wieder Schritte gehört. Irgendwas da draußen ist da draußen los. Okay, ganz langsam. Okay. Oh! Okay, ein Zombie. Ich muss laufen. Okay. Ganz vorsichtig. Den Zombie weg. Okay, weg ist er. Perfekt. Es ist hier draußen niemand. Ich muss wirklich ganz vorsichtig sein. Nachtsicht aktivieren. Das funktioniert einfach nicht mehr. Meine komplette Technik ist im Eimer. Meine Karte funktioniert gar nichts mehr hier. Das kann doch gar nicht sein. Gibt es hier noch irgendwas dran? Hier gibt es noch ein paar Fantasien. Jawohl, die nehme ich einfach mal alle mit. Ich muss herausfinden, was hier los ist. Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Okay, irgendwer muss mir doch hier Antworten geben. Moment! Ich habe Sichtkontakt. Ich habe Sichtkontakt auf eine fremde Person. Okay, ich versuche mich ranzuschleichen. Vielleicht kann ich die Person ja gefangen nehmen. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich ranzuschleichen. Moment. Ein weiterer Überlebender? In dieser Zone oder ist einer tatsächlich vom Labor hier? Okay, normalerweise kommt man hier nicht einfach so rein. Okay, ich versuche mich langsam ranzuschleichen. Ganz langsam. Okay. Ganz vorsichtig. Okay, wo ist der hin? Okay, Moment. Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin Soldat der Luglab-Einheit. Ich bin hier, um mit euch zu reden und um euch zu helfen mit diesem merkwürdigen Problem. Wir werden uns um dich kümmern. Nicht schießen. was ist das, mein Kopf? Wo bin ich? Wo ist meine ganze Ausrüstung hin?
Moment, ich versuche eine Übertragung reinzubekommen. Und dann, die Zombies sind hier. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Okay, die Lage erstmal, okay, beurteilen. Okay, die Zombies sind hier. Ich habe Moment, ich versuche eine Übertragung reinzubekommen. Es funktioniert einfach nicht. Noch einer von denen. Okay, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay, ich muss erstmal die Zombies hier reinlocken. Komme ich durchs Fenster raus? Ich kriege die Scheiben nicht kaputt. Okay, ganz langsam, ganz langsam. Okay, jetzt kann ich einfach rausrennen. Perfekt. Okay, mach die Tür auch zu. Okay, und jetzt laufe ich. Okay. Okay, komme ich hier draußen in Freien und eine Übertragung rein? Ich bitte um Hilfe. Ich wurde gefangen genommen. Vielleicht könnt ihr mich irgendwie mit dem Helikopter oder sowas hier rausholen. Das geht nicht so einfach, wie du denkst. Wie kommst du einfach rein in dieses Gebiet? Geh etwas weiter südlich. Da findest du eine Farm. In der Fall kannst du dich erstmal verbarrikadieren. Wir werden dir dort neue Koordinaten durchschicken. Übertragung Ende. Das kann nicht euer Ernst sein. Wie soll ich hier ohne Ausrüstung überleben? Hallo? Hallo, könnt ihr mich hören? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich muss südlich zur Farm. Ich muss mich unbedingt beeilen. Okay. Hier habe ich. Perfekt, das ist die Farm. Die ist erleuchtet. Okay, hier wurde keine Übertragung festgestellt und auch keine Gegner analysiert mit den Satellitenbildern. Okay, hier muss ich unbedingt rein. Hier kann ich erstmal Schutz suchen. Perfekt, vielleicht finde ich hier auch ein bisschen Ausrüstung oder irgendwas anderes noch. Okay, hier drin ist wirklich alles sauber, aber wie kann das sein, dass hier drin noch überall Licht an ist? Irgendein Notstromaggregat müsste hier noch laufen. Okay, in der Küche. Ich brauche dringend eine Waffe oder irgendwas anderes oder etwas Schutz. Vielleicht ein Schild oder so. Was gibt's denn hier? Einen Hut? Oh nein. Jawohl. Perfekt. Okay. Anscheinend ist das hier das Gewehr vom alten Farmer. Okay. Das kann ich benutzen. Das ist erstmal besser als gar nichts. Ich muss mich hier irgendwo verbarrikadieren. Am besten muss ich nach oben. Das wäre wirklich... Okay, Moment. Ich schau mal hier oben. Hier oben ist alles sauber. Perfekt. Keine Zombies zu hören. Okay, hier drin sind auch wirklich keine Zombies. Das ist wirklich ein perfekter Ort. Hier kann ich erstmal die Nacht verbringen. Okay, die Übertragung läuft wieder. Alles klar. Ich bin wieder online. Ich versuche nochmal einen Funkspruch durchzubekommen. Luke an Station, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich klar und deutlich. Wir haben einen neuen Ort herausgefunden, in dem wir dich einfach abholen können. Und zwar gibt es in der Nähe von dir einen Strand. Versuch dort hinzukommen und wir werden dich mit dem Helikopter hier aus diesem Loch rausholen. Keine Sorge, wir helfen dir. Übertragung Ende. Alles klar, okay, dann weiß ich jetzt schon mal, wo ich hingehen muss. Ich muss auf jeden Fall noch weiter südlich bis zu diesem Meer, von dem sie gesprochen haben. Ich hoffe mal, dass sie mich wirklich abholen und nicht einfach in diesem Loch zurücklassen, wie beim letzten Mal hier. Aber okay, bei einem Meer, da gibt es wahrscheinlich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ich abgeholt werden kann. Ich brauche dringend auch noch irgendwelche Nahrungsmittel. Ich bin kurz vorm Verhungern. Vielleicht finde ich ja in der Scheune hier noch irgendetwas. Vielleicht gibt's hier drin was? Oh ja, tatsächlich noch ein paar alte Dosen. Ey, die haben mir wirklich noch nicht mal Essen übrig gelassen, diese Leute aus dem Labor. Ich werde mich da auf jeden Fall rächen und hier zurückkommen. Moment, gibt's hier drin noch irgendwas? Nee, nichts zu essen so richtig. Hier gibt's... Oh, Moment. Oh, doch, eine Schrotflinte, jawohl. Die nehme ich auch auf jeden Fall mit. Die hat der Farmer auch anscheinend hier gelassen. Okay, ich muss jetzt unbedingt südlich. Ich bin auch kurz vorm Verhungern. Ich hoffe mal, ich komme rechtzeitig dort am Meer an. Es ist das Meer. Ich habe es geschafft. Okay, wo ist der Helikopter? Ich funke mal durch. Hallo, könnt ihr mich hören? Hallo, wo seid ihr? Ist niemand hier. Wie kann das sein? Sie wollten mich doch hier am Meer abholen. Das kann doch gar nicht sein. Okay, Moment. Ich muss ganz ruhig bleiben, die Lage analysieren. Ich hab ein paar Waffen dabei. Bin zwar kurz vorm Verhungern, aber irgendwo müssen die mich doch hier abholen. Das kann doch gar nicht sein. Okay, ich funke nochmal durch. Hallo, wo bleibt ihr? Ihr wolltet mich abholen. Es ist niemand hier. Das kann doch gar nicht sein. Okay, ich muss ganz ruhig bleiben. Okay. Wo muss ich denn als nächstes hin? Ich muss hier unbedingt überleben. Dank Soldat Luke konnten wir Aktivitäten der Organisation Z auf der Insel identifizieren. Unsere nächste Aufgabe wird es sein, Soldat Luke von der Insel zu holen, bevor ihm noch etwas zustößt. Test, 1, 2, 1, 2. Okay, die Kamera läuft wieder. Wunderbar. Ich versuche mal wieder einen Funkspruch durchzubekommen. Hallo Zentrale, könnt ihr mich hören? Kommandozentrale. Ja, wir hören dich klar und deutlich. Wir haben auch schon jemanden losgeschickt, der ist auf einem Dach eines Einkaufszentrums, das ganz in der Nähe bei dir sein soll. Schau am besten dort vorbei, dort wirst du abgeholt. Okay, hier in der Nähe soll es also ein Einkaufszentrum geben. Okay, ich versuche mich auf den Weg zu machen, dann könnt ihr mich dort oben vom Dach abholen. Alles klar, Luke, over and out. Alles klar, hier muss ich wirklich vorsichtig sein, denn ich weiß nicht, ob hier irgendwelche Überlebenden sind. Ich habe hier lauter Schritte gehört und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde langsam paranoid. Ich muss hier wirklich von dieser Insel abgeholt werden. Irgendwas passiert auf dieser Insel, was wirklich merkwürdig ist. Okay, was... Gibt's hier unten vielleicht einen Eingang? Dieses komplette Motel hier wurde zugemauert.
Vielleicht finde ich ja hier unten was. Ich muss ja irgendwo am besten übernachten. Irgendwo muss ich hier die Nacht verbringen. Vielleicht komme ich hier durchs Fenster rein. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht weiter hinten. Ich guck mal weiter hinten. Hier muss doch irgendwo noch. Hier muss doch irgendwo einen Eingang geben, oder? Lass mich das Fenster. Moment, ich gehe einfach. Nee. Aus. Nicht, dass er jetzt zu viel Lärm gemacht. Nein, das hat die Zombies angelockt. Ich hätte das Fenster nicht aufmachen sollen. Oh nein, oh nein, oh nein, das hat die Zombies angelockt. Okay, ich muss ganz, ganz ruhig bleiben und überlegen, wie komme ich aus dieser ganzen Situation hier raus. Komme ich hier hinten wieder raus? Moment, hier kann ich irgendwo hochklettern. Ich komme hier nicht hoch. Ah, nee, die Wand ist zu rutschig. Ich komme hier nicht hoch. Oh nein, da kommen die Zombies, alles klar. Okay, zielen und Schuss. Und getroffen. Okay, perfekt. Tschüss, haben jetzt noch mehr Zombies angelockt. Ich muss dringend hier rein. Vielleicht kann ich mich hier irgendwie hier drin verbarrikadieren. Ganz vorsichtig die Scheiben aufmachen. Oh, die machen halt einen Haufen Krach. Okay, jetzt bin ich wenigstens im Hotel drinne. Gibt es hier drin irgendwas Besonderes? Oh, es ist einfach so stockdunkel hier. Ich meine, vielleicht kann ich irgendwie wieder meine Nachtsichtfunktion aktivieren. Ich glaube, die müsste jetzt eigentlich die Kommandozentrale wieder hergestellt haben, oder? Ich probiere es mal. Ah ja, wunderbar. Oh, ich kann schon viel besser sehen, okay. Oh nein, die Zombies haben mich bereits gefunden. Die klopfen hier die ganze Zeit an den Türen. Wo kommt der rein? Moment, ich brauche meine Waffe. Ich brauche meine Waffe. Vielleicht kann ich mich hier irgendwo ein bisschen verbarrikadieren. Okay, und ich muss einfach die Waffe geladen lassen. Okay. Vielleicht am besten hier irgendwie in die Kammer rein oder sowas. Okay, warten. Moment, das war ein Schuss. Und Zombies drin. Okay, ganz ruhig bleiben. Okay, am besten die Nahkampfwaffe nehmen, weil wenn ich jetzt schieße, dann wissen die, dass ich hier bin. Irgendjemand ist noch hier in diesem Gebäude. Irgendjemand ist noch hier. Okay, der Zombie hat mich nicht bemerkt. Okay, vielleicht können die im Dunkeln gar nicht so gut sehen. Ah doch, jawohl. Aber ich habe mich erwischt. Ich muss jetzt ganz langsam raus hier. Ist das hier das Treppenhaus? Ah, das ist das Treppenhaus, okay. Ganz langsam nach oben. Ganz, ganz langsam. Ich habe wirklich Sorge, dass hier jetzt irgendjemand sein könnte. Moment, ich deaktiviere wieder meine Nachtsicht. Ja, dann kann ich besser sehen, okay. Wunderbar. Ich höre hier die ganze Zeit Schüsse, das kann doch gar nicht sein. Vielleicht ist hier draußen jemand? Moment. Ganz vorsichtig, okay, die Waffe gezielt lassen. Gezielt, okay. Hier oben ist jemand. Okay, aber ganz draußen. Zombies. Die Zombies werden durch irgendetwas angelockt. Werden die durch mich angelockt oder durch irgendjemand anders? Das kann doch gar nicht sein. Hier drin ist alles sauber. Habe ich hier irgendwas verfolgt? Hier ganz vorsichtig. Hier drin ist alles sauber. Okay. Ich muss hier wirklich aufpassen, nicht, dass wir diese Verrückten aus diesem Labor hier sind, die mich damals holen wollten. Okay, ich versuche mal durchzufunken. Zentrale. Kommandozentrale, könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich klar und deutlich. Wie können wir dir helfen? Ich glaube, ich werde hier von irgendjemandem angegriffen. Irgendjemand ist hier mit mir in diesem Gebäude, in diesem Hotel, in dem ich bin. Meine Koordinaten sind D4. Könnt ihr mir irgendwie helfen? Wir werden einen Satellitenablenk starten und dir die Daten durchsenden. Vielleicht kannst du damit die Gegner identifizieren. Okay, damit müsste es eigentlich funktionieren. Ich hoffe mal, dass dieses Gerät funktioniert. Satellitenablenk erfolgreich. Ah, perfekt. Perfekt, vielen Dank. Jetzt kann ich sie sehen. Okay, es sind 1, 2, 3, 4 Stück. 5 Stück. 5 Stück. Ich muss vorsichtig sein. Okay, sie kommen hoch. Sie wollen mich holen. Okay, Kommandozentrale, ihr könnt das deaktivieren. Okay, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein und von hier hinten schauen. Okay. Da scheinen wirklich irgendwelche Banditen oder sowas zu sein. Okay, ich muss wirklich aufpassen. Die sind runtergesprungen. Vielleicht kann ich ihn einen erwischen, der ist alleine. Jawohl. Okay, nimm das. Und getroffen, perfekt. Und die Zombie auch noch mitnehmen. Und die anderen Banditen scheinen in diesem Gebäude zu sein. Vielleicht haben sie mich wirklich gesucht. Okay, jetzt wissen sie, dass ich hier draußen bin. Moment, ich schau mal nach. Vielleicht wurden sie auch schon von den Zombies erwischt. Oder er hat seine Waffe fallen lassen. Nehme ich unbedingt mit. Ich würde sagen, ich muss erstmal weg von diesem Hotel und mich irgendwo verbarrikadieren. Ah, hier hinten ist ein riesengroßes Haus. Vielleicht kann ich das ja verwenden. Moment, ich schau mal nach. Oben auf dem Dach ist noch ein Zombie. Den nehme ich noch mit. Und zack, perfekt. Haha, erwischt. Jawohl, so muss das sein. Oh, hier kommt auch ein Zombie. Okay. Jetzt bin ich in dieser großen Villa oder was auch immer das hier ist. Moment, ich muss erstmal auskundschaften, ob hier wirklich alles sauber ist. Ob hier keine Banditen oder sowas auf mich warten. Moment, ich guck mal nach oben. Hier oben ist alles clear. Ich habe sogar noch gute Ausrüstung dabei. Perfekt. Ich schließe mal die Türen hinter mir. Und jetzt versuche ich mal von hier oben zu zielen und zu gucken. Okay, ich muss die Scheiben kaputt machen. Hoffentlich hören die das nicht unten. Aber ich meine selbst wenn. Ich habe hier oben die Oberhand. Okay, da sind noch ein paar Zombies. Aber aus dem Motel kommt keiner weiter auf mich zu. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Okay, hier kann ich jetzt wirklich erstmal eine Weile bleiben und erstmal verschnaufen. Ich muss jetzt mich irgendwie auf den Weg zu diesem Einkaufszentrum machen. Zum Glück habe ich ja die Koordinaten durchgeschickt bekommen. Aber ich brauche noch unbedingt auch noch etwas zu essen. Ich weiß nicht, wie lange ich hier durchhalte ohne Essen.
Okay, hier oben, hier gibt es auch noch ein bisschen Ausrüstung. Ah, wunderbar. Vielleicht finde ich ja in diesem Haus hier noch ein bisschen ein paar Sachen, die ich gebrauchen könnte auf meiner Reise zum Einkaufszentrum. Denn ich weiß nicht, ob dieses Einkaufszentrum sauber ist oder nicht, ob da irgendwelche Zombies drin rumlaufen oder irgendwelche Banditen. Ich weiß nur, dass auf diesem Dach dieses Einkaufszentrums ein Helikopter auf mich warten wird, der mich endlich hier aus diesem Loch befreien wird. Also ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hier gibt es Banditen, irgendwelche verrückten Wissenschaftler und Zombies und was auch immer. Ich muss von dieser Insel verschwinden. Das kann wirklich nicht sein. Aber ein Glück habe ich meine Waffen dabei. Da fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer. Vielleicht hier in der Straße. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen weiterlaufen, oder? Oh, das ist das Einkaufszentrum. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, ich funk mal durch. Zentrale, könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo, Zentrale? Funkstille. Okay, Moment. Boah, das ist riesengroß. Alles auch zugewuchert hier. Das ist ja komplett verrückt. Ich muss jetzt irgendwie aufs Dach kommen. Moment. Wie komme ich hier am besten hoch? Vielleicht gibt es ja irgendwie einen alten Fahrstuhl oder sowas, an dem ich hochklettern kann. Ah, hier, die Rolltreppen. Okay, funktionieren zwar nicht, aber trotzdem. Okay, Schritt für Schritt für Schritt, okay. Jetzt bin ich in der nächsten Etage. Ich muss aber noch weiter hoch. Bis da ganz oben, bis aufs Dach. Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Moment, was ist denn das hier? Ein Fahrstuhl. Das ist tatsächlich ein alter Fahrstuhl. Vielleicht kann ich hier irgendwie hochklettern. Oh, das ist gefährlich. Moment. Okay, rübergekommen. Und zur Leiter muss ich auch. Und. Okay, hochklettern. Okay. Immer weiter. Besser ganz oben. Okay, und. Geschafft. Perfekt. Jetzt muss ich hier auch noch rüberspringen. Ah, das wird mir gefährlich. Und darüber. Perfekt. Moment, hier war schon jemand. Hier hat sich irgendjemand verbarrikadiert mit Stacheldraht. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss noch weiter nach oben. Hier geht's noch weiter nach oben. Perfekt. Vielleicht komme ich hier sogar aufs Dach hoch. Moment, hier hat ein Erste-Hilfe-Set. Wer hat das hier verloren? Oh nein. Moment, ich muss weiter nach oben. Draußen? Draußen ist alles. Hier wird mich wohl niemand verfolgt haben, oder? In diesem Einkaufszentrum. Ich gucke nach ganz oben. Komme ich hier endlich aufs Dach? Ja, hier ist auch noch was. Okay, ein bisschen Munition, alles klar. Das nehme ich mit. Okay, sogar eine richtig gute Waffe. Ein Scharfschützengewehr. Hier war irgendjemand schon. Hier war schon irgendjemand. Oh nein. Ich habe eine ganz schlechte Vorahnung. Okay, ich bin auf dem Dach. Hallo, ist hier jemand? Alles sauber. Ne, hier gibt's niemanden. Hat mich hier irgendjemand verfolgt? Ich finde ja von hier oben irgendjemanden mit dem... Nee, keine Chance. Okay, da hinten. Ich sehe den Helikopter. Jawohl, ich bin gerettet. Okay. Ganz langsam hingehen. Moment. Warum ist hier niemand? Zentrale, könnt ihr mich hören? Okay, kein Funk kommt durch. Okay, hallo? Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Hallo? Ist hier jemand? Oh nein, der Helikopter ist leer. Moment, zur anderen Seite. Vielleicht ist hier jemand drin. Vielleicht schläft der Pilot nur. Hier reinklettern. Oh nein, niemand ist hier. Und der Helikopter geht auch nicht mehr an. Oh, was ist hier passiert? Ich muss hier oben doch perfekte Funkverbindungen haben zur Zentrale. Moment, ich muss noch mal rausgehen. Ich muss noch mal durchfunken. Oh nein. Ich habe eine ganz schlechte Vorahnung. Ich funke noch mal durch. Zentrale, könnt ihr mich hören? Wir hören dich klar und deutlich. Ein großer Notfall. Der Pilot wurde getötet und der Helikopter geplündert. Die Täter sind in Richtung G5 gelaufen. Wir versuchen dich irgendwie anders zu holen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich hier überleben? Okay, ich muss mir also weiterziehen. Okay, G5 mein nächstes Ziel. Ich werde sie finden. Ich werde die Täter finden und vernichten. Es hat jetzt zwar einen ganzen Tag gebraucht, bis ich hier angekommen bin, aber ich glaube, ich habe es langsam gefunden. Da hinten sehe ich sie. Okay, das sind wahrscheinlich die Täter. Ich muss mich ein bisschen weiter ranschleichen. Okay, ganz langsam. Aber ich muss wirklich aufpassen, denn alleine habe ich gegen eine ganze Armee keine Chance. Aber ein Glück habe ich dieses Scharfschützengewehr da oben auf diesem Kaufhaus gefunden. Oh, hier ist auch gleich ein Zombie. Okay, den muss ich im Nahkampf besiegen. Und zack. Und nochmal. Und... Aua. Ah, er hat mich getroffen. Okay, besiegt. Perfekt. Jetzt brauche ich... Ich darf nicht schießen. Denn sonst werde ich ja die Aufmerksamkeit der Leute auf mich ziehen. Okay, da scheint irgendein Lager oder sowas zu sein. Ich muss mich ein bisschen weiter ranschleichen. Ich muss unbedingt einen großen Bogen darum machen. Okay, ganz langsam. Okay, vielleicht durch den Wald durch. Der Wald kann mir ein bisschen Deckung geben. Okay, ist hier alles sauber? Hier ist alles sauber, okay. Es sind auch Lichter dort hinten an. Was ist denn da hinten nur los? Was ist denn das? Okay, da hinten läuft jemand. Wo laufen die denn hin? Was ist da hinten los? Wenn vielleicht kann ich hier irgendwie... Oh, was ist das? Aha. Okay, wo läuft der hin?
Wo läuft der hin? Der hat die ganzen Zombies auch mitgelockt. Machen die Experimente mit den Zombies oder was ist hier los? Okay, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz... Die gehen da rein. Moment, vielleicht kann ich ja irgendwie auf den Berg klettern, um mir einen besseren Überblick zu verschaffen. Boah, das ist aber ganz schön weit oben. Oh, okay. Okay, und noch weiter nach oben. Boah, das hätte ich... Habe ich ein bisschen unterschätzt, die Höhe. Moment, ich habe noch was zum Trinken dabei, oder? Oh, perfekt, noch eine Wasserflasche. Oh, okay, jetzt geht es mir ein bisschen besser. Hier oben, Moment. Was ist denn das da unten? Was ist denn das? Das ist irgendein Lager oder sowas. Haben die da irgendwas... Wer ist denn das da unten? Ist das die Organisation Z? Oder sind das andere Überlebende? Ich muss wirklich vorsichtig sein. Ich darf hier niemandem vertrauen. Wer weiß, was die mit den Piloten angestellt haben. Und vor allen Dingen auch mit den Waffen, die dabei waren. Nicht, dass die jetzt komplett ausgerüstet sind. Ich meine, ich habe ja wenigstens noch eine Waffe hier gefunden von dem Helikopter. Aber... Was ist das? Das ist ein ganzes Lager dort unten. Das ist ein ganzes, komplettes Lager. Okay, ganz vorsichtig runter. Ganz, ganz vorsichtig hier hinterm Baum noch so ein bisschen verstecken. Es sind einfach zu viele. Ich kann dagegen nicht ankämpfen. Das sind wirklich zu viele. Vielleicht kann ich mich noch ein bisschen näher ranschleichen. Wow, nein. Das ist ja anscheinend eine ganze Stadt. Das ist eine komplette Stadt, die hier... Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht kann ich mich irgendwie einschleichen. Ich muss mich hier irgendwie einschleichen. Vielleicht gibt es irgendwo einen... Hier gibt es einen Eingang, tatsächlich. Perfekt. Okay, hier muss ich ganz leise sein. Am besten noch die andere Waffe in die Hand nehmen. Die ist im Nahkampf bei weitem besser als so ein Scharfschützengewehr. Okay, ich kann hier tatsächlich auch mal... Ich kann jetzt auch was hier von hier plündern. Was habt ihr nun davon? Okay. Gibt es hier drin etwas? Ich muss irgendwie nach oben kommen, denn von oben kann ich mit meinem Scharfschützengewehr besser zielen. Okay. Hier liegt doch ein Haufen Müll und rum. Was ist denn das? Was ist das denn für ein Ort? Vielleicht kann ich hier irgendwo hochklettern. Okay, perfekt. Ich muss wirklich unbedingt vorsichtig sein. Ganz langsam, ganz, ganz langsam, ganz langsam. Hier kann jederzeit jemand auf mich warten. Okay, hier komme ich raus. Moment, die Tür mache ich zu. Dann höre ich, wenn jemand reinkommt. Das ist perfekt. Hier komme ich noch weiter nach oben. Oh, was haben wir denn hier noch? Okay, komme ich hier noch? Na, das ist ein bisschen zu gefährlich. Ja, da komme ich nicht hoch. Wow. Ich muss hier irgendwo noch einen Weg weiter nach oben finden. Hier noch? Da oben ist noch eine Tasche. Oh, perfekt. Perfekt, das nehme ich alles mit. Ja, die Waffe gefällt mir schon ein bisschen besser. Moment, hier hat jemand geschlafen? Das ist ein Ort, wo irgendjemand übernachtet hat hier. Okay, das heißt, wenn jemand übernachtet, dann kommt die Person irgendwann wieder. Ich muss weiter nach oben klettern. Komme ich hier noch irgendwo weiter nach oben? Hier, perfekt. Oh, hier sind leider... Oh, da muss ich aber ranspringen. Oh, das wird gefährlich. Und, okay, nach oben klettern und hochgezogen. Perfekt. Jetzt bin ich auf dem Dach hier. Okay, hier habe ich einen besseren Blick. Das sind Spezialeinheiten. Die haben eine Spezialrüstung an. Okay, noch ein bisschen weiter ran. Ich habe keine Chance. Da komme ich niemals gegen an. Ich muss mir Unterstützung aus der Luft holen. Oder ich muss irgendwo einen Funkspruch holen. Ich kann hier nicht bleiben. Soldat Luke hat seinen Zweck erfüllt. Jetzt ist es an der Zeit, ihn zu beseitigen und alle Unterlagen zu vernichten. Test. Okay, ich befinde mich direkt vor der Basis und anscheinend wurde ich hier von jemandem angegriffen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er sieht eindeutig nach einem von uns aus. Warum greift er mich an? Ich verstehe es nicht. Ich muss ihn zuerst besiegen. Ah, ich wurde getroffen. Ich muss laufen. Warum werde ich von meinen eigenen Leuten angegriffen? Zentrale, könnt ihr mich hören? Warum werde ich von den eigenen Leuten angegriffen? Kommandozentrale hier. Das war niemand von uns. Wahrscheinlich hat er die Rüstung einer unserer Soldaten geklaut und damit weitergekämpft. Okay, ich vertraue euch mal. Luke, over and out. Alles klar, das scheint mir aber trotzdem sehr merkwürdig. Oh, hier ist alles voller Zombies. Ich muss unbedingt aufpassen. Moment, ein Helikopter? Was hat denn hier ein Helikopter zu suchen? Moment, ich muss mich ranschleichen. Da ist schon jemand am Helikopter. Den erwische ich. Was hat er hier zu suchen? Warum hat er unseren... Warum ist unser Helikopter mitten hier? Ich dachte, sie wollten mich abholen. Und jetzt steht er hier geladen mit lauter Waffen? Was haben die ganzen Waffen hier zu suchen? Warum sind hier die... Was sind das für Waffen? Und warum... Es sieht aus, als wurden die hierher geliefert. Und der Helikopter, der scheint auch noch im guten Zustand zu sein. Ich muss das etwas weiter untersuchen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich versuche nochmal durchzufunken. Zentrale, Kommandozentrale, könnt ihr mich hören? Wir haben tatsächlich diesen Helikopter geschickt, um dich zu holen, aber anscheinend wurde er wieder überfallen. Okay, der Helikopter wurde schon wieder überfallen? Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht.
Ich muss hier wirklich jetzt ganz vorsichtig sein. Nicht, dass die Leute noch hier sind, die den Helikopter überfallen haben. Aber vielleicht ist es auch mein Glück, wenn ich sie finde. Dann kann ich sie endlich zur Rede stellen. Oh Mann, was ist das denn hier? Ein Militärlager oder sowas. Das ist komplett eingezäunt. Okay, hier muss ich wirklich ganz vorsichtig sein. Nicht, dass hier noch irgendwelche Leute sind. Aber ich meine, vielleicht kann ich ja mit ihnen reden. Aber ich glaube, mit Leuten reden hier wird ein bisschen schwieriger. Okay, hier ist anscheinend verlassen. Oder auch keine Wachen da, kein gar nichts. Ich höre auch niemanden. Aber hier sieht alles frisch verlassen aus oder frisch aufgebaut, je nachdem. Also, was haben wir denn hier? Hier sind noch ein paar Sachen drin. Die kann ich auf jeden Fall alle mitnehmen. Das ist ziemlich wichtig. Noch erste Hilfe. Das ist eigentlich ganz gut. Was haben wir hier hinten auch noch mehr? Hier liegt so viel Kram noch rum. Das sieht alles aus, als wäre das hier frisch gelagert worden. Und hier hinten ist auch noch ein Helikopter. Und was ist denn hier? Was ist hier passiert? Was haben wir hier noch? Irgendwas Besonderes drin? Ah ja, tatsächlich auch noch. Oh, yes. Die kann ich auch wieder sehr gut gebrauchen. Die hat ordentlich Durchschlagskraft. Okay. Auch noch erste Hilfe. Das nehme ich auf jeden Fall alles noch mit. Das nehme ich alles mit hier. Und hier ist auch noch ein Jeep oder sowas. Und auch der Helikopter steht auch noch hier. Noch komplett beladen. Also, ich wurde komplett belogen. Oder wie kann das denn sein? Wurde der etwa auch entführt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Drei Helikopter hintereinander. Oh, ich darf wirklich die Zombies nicht aus den Augen verlieren. Oh, es werden immer mehr. Ich muss den Ort hier verlassen. Vielleicht finde ich hier oben noch eine Waffe, die ich verwenden kann. Moment, ich schau mal rein. Haben wir noch irgendwas? Was Besonderes? Tatsächlich. Oh, hier sind doch so viele Waffen. Das scheint irgendeine Waffenlieferung oder sowas gewesen zu sein. Das nehme ich auf jeden Fall alles mit. Ich nehme so viel mit, wie ich tragen kann. Okay, vorsichtig runter. Jetzt habe ich noch eine Granate hier. Die werde ich auf die Zombies werfen. Und nimm das. Wow. Was hatte die für eine Durchschlagskraft? Holy moly. Was ist denn das? Ein Auto? Warum steht denn... Moment. Das scheint noch funktionstüchtig zu sein. Funktioniert das noch? Ich kann damit fahren. Es funktioniert. Es funktioniert. Es gibt auf dieser gottverlassenen Insel tatsächlich auch noch Autos. Moment. Wie steuere ich dieses Ding hier? Wie steuere ich... Ah, Moment. Ich muss wirklich aufpassen. Es macht halt auch extrem viel Lärm, dieses Auto. Das kann doch gar nicht sein. Moment. Ich werde beschossen. Ich hätte nicht mit diesem Auto fahren dürfen. Das ist einfach die Leute gefahren, dass ich jetzt ankommen werde. Ich muss mich Schutz suchen. Ich muss mir unbedingt Schutz suchen. Moment. Ich habe ein Glück. Ich habe noch ein paar Bandagen dabei, oder? Da kann ich mich erstmal heilen. Bandagen. Ja, hier sind sie. Oh, wunderbar. Okay. Dann geht's mir ein bisschen besser. Ich wurde tatsächlich gleich beschossen, ey. Was ist denn hier los? Den Zombie, den kriege ich so weg. Okay, ich schnapp mir die Leute, die mich beschossen haben. Ich schnapp sie mir einfach alle. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe jetzt so viel Ausrüstung gefunden. Ich kann die komplette Stadt in die Luft jagen mit der Ausrüstung, die ich gefunden habe. Und hier gibt es auch noch mehr Kram. Hier scheint es wirklich vielleicht irgendein Banditenlager oder sowas zu sein. Aber hier drin ist es einfach zu dunkel. Ich kann hier nicht viel anfangen. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Vielleicht laufe ich hier langsam durch die Straßen. Wo sind die Leute, die mich angeschossen haben? Moment. Ich düse einfach alle Häuser. Vielleicht ist hier nur noch irgendwas. Ist auch stockdunkel hier drin. Das kann doch nicht sein. Hier draußen? Nee, hier gibt's nichts. Hier gibt's nicht. Die Leute sind weg. Die Leute sind weg, die hier gerade waren. Aber wahrscheinlich haben die mich gesehen und sind einfach geflohen. Die haben sich auch gedacht, lieber erst schießen, anstelle zu fragen. Aber naja. Was haben wir denn hier noch? Am Rande dieser Stadt gibt's hier noch ein großes Lagerhaus. Vielleicht finde ich ja hier drin noch Antwort auf meine ganzen Fragen. Irgendwas scheint ja wirklich ganz und gar nicht zu stimmen. Irgendwas ist ja wirklich alles... Scheint mir alles ein bisschen wirklich sehr merkwürdig. Gibt's hier in dem Lagerhaus noch was? Oh, und komplett dunkel. Ah, hier soll ich lieber nicht sein. Zentrale, könnt ihr mich hören? Kommandozentrale hier, wir hören dich klar und deutlich. Du hast eine neue Aufgabe von uns bekommen. Und zwar geh ins Gebiet E4 und untersuche die Situation dort. Irgendwas scheint dort überhaupt nicht zu stimmen. Alles klar, dann weiß ich ja, was jetzt zu tun ist. Ich meine, E4 ist ja eigentlich nicht so weit weg von hier. Wow, was ist denn das? Okay, hier muss ich unbedingt vorsichtig sein. Ist irgendein Kraftwerk oder sowas. Und hier führen noch die Stromleitungen hin. Komischerweise stehen hier noch alle Stromleitungen. Wow, was ist denn das? Was ist denn das? Ein Z? Okay, ein Z. Ist hier etwa die Organisation Z gewesen? Das kann doch gar nicht sein. Kommandozentrale hier. Eine große Warnung. Ein Fall dieser Anlage. Wir haben schlimme Sachen von dort gehört. Dort kann sich eventuell ein Experiment befinden. Betritt
Anlage. Wir wiederholen bitte all diese Anlage. Soldat Luke hier, könnt ihr mich hören? Ich habe den Funkspruch nur gerade halb erhalten. Ich habe nicht genau verstanden. Ich soll in diese Anlage gehen. Könnt ihr mich hören? Ah, das Signal ist komplett weg. Ich kriege keinen Funk mehr rein. Oh, okay, soll ich jetzt in diese Anlage reingehen? Ich habe es nicht genau verstanden, aber ich glaube, ich habe ja genug Ausrüstung jetzt dabei. Da kann mir hier eigentlich gar nicht so viel passieren. Okay, mit den Zombies muss ich aufpassen. Hier kommt auch einer. Okay, aber die sind eigentlich sehr langsam. Da kann ich hier schnell untersuchen. Hier liegen auch extrem viele Stromleitungen. Das kann doch gar nicht sein. Also es gibt hier keinen richtigen Eingang, aber vielleicht finde ich ja auf der anderen Seite noch was. Moment, hier gibt's auch Licht? Die ganzen Stromleitungen scheinen ja wirklich noch zu funktionieren. Und das Tor ist aufgesprengt. Ich meine, gut, ich schau mal rein. Aber ich muss ja wirklich vorsichtig sein. Ich versuche mal, die Kommandozentrale durchzufunken. Vielleicht können sie mir wieder diesen Sichtverbesserer geben. Kommandozentrale, könnt ihr mich hören? Kommandozentrale. Ah, okay, gar nichts. Wirklich, die Kommunikation ist immer noch weg. Ich bin hier wirklich komplett auf mich allein gestellt. Ich muss wirklich aufpassen. Vielleicht finde ich nur irgendwo einen geheimen Eingang oder sowas, wo ich mich einfach reinschleichen kann. Was sind das auch für riesengroße Anlagen hier? Was wird hier gemacht? Vielleicht finde ich hier drin noch irgendeine Antwort? Nein, komplett leer. Hier wird mit sehr viel Strom hantiert. Mit sehr, sehr viel Strom. Ich dachte, diese hätte keinen Strom mehr. Was ist hier nur los? Ich muss unbedingt reingehen. Moment, vielleicht komme ich hier rein. Moment. Hier über diese Treppe und hochgezogen. Okay. Vielleicht hier ganz langsam reingehen. Ganz langsam. Was ist hier drin passiert? Hier scheint irgendwas explodiert zu sein. Irgendwas. Warum liegt hier überall Stacheldraht im Gebäude? Das kann doch gar nicht sein. Moment. Ich muss hier unbedingt einen Weg finden. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Irgendwas sollte hier drinnen eingesperrt sein. Wahrscheinlich. Moment, komme ich hier irgendwie rüber? Okay, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwieriges Gelände hier. Hier komme ich rein, okay. Lauter Totenköpfe. Okay, hier gibt es irgendwelche Schalter. Ah, ich sollte diese Schalter wahrscheinlich nicht einfach so drücken. Ich sollte wahrscheinlich nicht. Was ist hier drin passiert? Hier geht's noch weiter rein. Lauter Stacheldraht, das. Eine Barrikade. Was ist das? Was ist das? Ich muss raus hier. Was war das? Was war das für ein Vieh? Ich muss hier raus. Es verfolgt mich! Es verfolgt mich, was ist das? Was ist das? Ah, mein Kopf! Wiederbelebungsprotokoll initiiert. Wiederbelebung in 3, 2, 1. Oh. Wo bin ich? Warte mal, ich muss es erstmal ändern. Was war gerade? Ich wurde in diesem komischen Fabrik von irgendwas angegriffen. Okay. Ich lebe. Ich lebe. Hab keine Ausrüstung, aber ich lebe. Okay. Wunderbar. Okay. Erstmal Ausrüstung suchen. Ganz, ganz wichtig. Moment, hier in der Scheune gibt es einige Sachen. Perfekt. Ein bisschen Grundausrüstung. Das brauche ich unbedingt. Okay, ich muss mich erstmal beruhigen. Unbedingt beruhigen. Was war das gerade? Was war das gerade für ein Monster dort drinne? Was wurde dort drin geschaffen? Okay, Moment. Ich muss die Zentrale kontaktieren. Ich muss unbedingt irgendwo die Zentrale kontaktieren. Wo bin ich? Okay, mit dem Auto komme ich erstmal ein bisschen besser voran. Ist mir jetzt vollkommen egal, ob das einen Lärm macht oder nicht. Ich muss weg von hier. Ich will dieses Vieh nie wieder sehen. Ich will dieses Monster nie wieder sehen. Was war das? Okay, ich muss am besten. Hier ist überall kein Funk. Warum kriege ich keinen Funk rein? Das kann doch gar nicht sein. Okay, ich muss hier langfahren. Moment, was ist hier nicht? Okay, hier gibt es eine Stadt. Vielleicht finde ich ja hier andere Menschen oder irgendwas anderes. Irgendeine lebende Seele, die nicht dieses Monster ist. Was wurde da nur geschaffen? Welches Unding schafft dieses Monster? Ah, okay, hier komme ich nicht weiter. Hier ist ja der Weg zersperrt. Weg versperrt. Okay, ich muss zu Fuß weitergehen. Hier ist auch ein Camp. Ich war hier schon mal. Ich kann mich erinnern, das ist diese Tankstelle hier. Okay, Moment. Ich muss weiterlaufen. Ich muss unbedingt weiterlaufen und jemanden finden. Ah, ich habe keine Munition mehr. Wie soll ich hier überleben? Ah. Okay. Ach, mir geht's ganz schlecht. Ich brauche unbedingt. Da hinten sind Menschen, okay. Ich nehme mein Glück in die Hand. Ich wage es. Hallo. Entschuldigung, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ey, du warst doch gerade der von den Zombies angegriffen wurde, oder? Ja. Alles klar, kein Problem, folge uns. Wir werden dich zu einem sicheren Ort führen. Habt ihr keine Sorge. Was machst du eigentlich alleine hier draußen? Ich bin von der Spezialeinheit Z und wurde auf diese Insel geschickt, um die Organisation Z aufzuhalten.
Du bist hergeschickt worden, um die Organisation Z aufzuhalten? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du weißt wirklich gar nichts, oder? Was soll das bedeuten? Komm einfach mit ins Lager, dort wird dir alles erklärt werden. Ich glaube, du wirst ganz schön geschockt sein, was hier eigentlich so wirklich los ist. Kann ich euch vertrauen? Das musst du selber entscheiden. Ich meine, entweder du stirbst hier alleine draußen mit den Zombies oder du kommst einfach mit. Okay, alles klar. Deine Organisation sind diejenigen, die hier die ganze Insel voll bombardieren und die ganzen Zombies hergeschickt haben. Was soll das heißen, meine Organisation? Ich kämpfe doch gegen die Organisation Z. Ich war dafür verantwortlich, dass die Zombies hierher gekommen sind? Ich habe Unschuldige getötet? Oh nein, das kann doch gar nicht sein. Was ist hier passiert? Wir werden dir helfen, aber erstmal müssen wir diesen Chip in deinem Nacken entfernen. Damit können sie dich jederzeit und überall orten. Was denn für ein Chip? Tatsächlich, ich kann in meinem Nacken einen Chip fühlen. Dieses Ding muss raus. Dieses Ding muss raus. Arbeite mit uns zusammen und vernichte diese Organisation. Entfernt mir dieses Ding, bitte. Bitte schneidet es raus. Ich bin auf eurer Seite. Das war die letzte aktive Aufnahme von Soldat Luke, die wir erhalten haben. Er hat leider zu viel herausgefunden und muss vernichtet werden. Schickt Ridley los und eliminiert ihn ein für alle Mal. Diese Dokumente unterliegen der absoluten Geheimhaltung.